Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Elden Ring. Heute sprechen wir über einen DLC, wo vielleicht schon das Gebiet entdeckt wurde und sich bereits schon in Spielfights befindet. Der Streamer Eli Jazz hat zumindest ziemlich viel gefunden und darüber sprechen wir heute, warum dieses Gebiet genau auf den DLC hindeutet und vor allen Dingen, was dafür spricht. Mehr zum DLC natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Gerne auch mal in der Beschreibung vorbeischauen, dort ist mein Twitch-Kanal verlinkt, twitch.tv/swishytime. Auch dort mal reinfolgen, aktuell spielen wir sehr viel Elden Ring und natürlich auch Tiny Tina's Wonderlands. Wie bereits gesagt, der Streamer Eli Jazz hat eben durch die Nutzung eines Bugs bzw. durch Glitching eben eine verdächtige Fläche gefunden. Und zwar ist das Ganze in der Mitte der Karte. Auf den ersten Blick ist das gar nicht mal so spektakulär. Und zwar gibt es auf der Karte eine Wolke und in dieser Wolke ist quasi schon eine Art Platte drin, also quasi ein Viereck, was eben eine Landschaft darstellen soll bzw. wahrscheinlich einen Platzhalter ausmachen soll. Das hört sich alles gar nicht mal so besonders an. Es ist eben ein rechteckiger Schatten zu sehen und jeder andere würde jetzt sagen, ja, einfach Grafikbug. Aber es sprechen viel mehr Sachen dafür, dass es eben doch ein DLC-Content werden könnte, beziehungsweise dass eben From Software damit etwas plant. Es gibt halt eben 6 Türme auf der Map und diese 6 Türme verbinden das Ganze eben in der Mitte. Und man kann darin eben Runen aktivieren, aber die Frage ist, wofür sind eigentlich diese Runen überhaupt gedacht? Vielleicht wird eben so der Teleporter aktiviert, dann zu der Insel oder so öffnet sich ein Tor oder. Die Spekulationen sind ja aktuell ziemlich wild, aber in meinen Augen ist das Ganze schon ein klares Indiz dafür, dass wir hier einen DLC sehen werden. Ich hatte ja bereits gestern mein Video über Arenen gesprochen und vor allen Dingen über PvP-Content, dass bald diese Arenen eben im Spiel zu finden sein werden. Sie sind ja schon in den Gamefights, beziehungsweise man kann sie ja schon erkunden, wenn man dann auch wieder Bugs nutzt, beziehungsweise Glitching betreibt und kann dann eben in diese Arenen rein. Aber das Ganze spricht eher für PvP. Das hatte ich ja auch schon gesagt, dass man da wahrscheinlich jetzt erstmal den Fokus auf den Netcode legen wird, um dann dort vernünftigen PvP-Content rauszubringen mit Arenen und vielem weiteren. Aber das hier spricht eher für PvE-Content, heißt Bosse, neue Gebiete, neue Gegner und vermutlich natürlich die Erweiterung der Story bzw. nochmal eine eigene Storyline. Wann ein DLC kommen könnte oder wann das DLC geplant ist, darüber hat From Software noch nichts gesagt. Ich gehe aber absolut davon aus, dass Elden Ring DLCs bekommen wird, Story-DLCs, PvP-DLCs, es wird vermutlich sehr viele DLCs geben. Ich denke auf jeden Fall 4 DLCs wird es auf jeden Fall geben. Zurück aber nochmal zu dem Gebiet und zwar ist dort eine Wolke. Vermutlich hat Entwickler From Software bereits eben die Grundrisse dieser Insel schon auf der Karte etabliert und die gibt es wahrscheinlich auch schon und diese Wolken sollen dann eben das Ganze verdecken. Was es am Ende des Tages aber sein wird und wie groß das ausfallen wird, das ist natürlich nicht bekannt und vor allen Dingen auch nicht, wann es kommt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es wie gesagt vor Juni kommen wird. Aber genug von mir an der Stelle. Hältst du das Ganze nur für wilde Spekulationen oder sagst du selber wie ich, das wird auf jeden Fall DLC-Content? Schreib es mal unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns in Elden Ring, haut rein, euer Swishy!